Hallo und herzlich willkommen bei Kaiser TV. Heute bin ich im Gespräch mit Gerald Ehegartner. Gerald Ehegartner ist Lehrer, Autor und Wildnispädagoge. Er ist Autor unter anderem dieses schönen Buches hier, Feuer ins Herz, wie ich lernte, mit der Angst zu tanzen. Und wir sprechen heute über seine Ansichten über die Schule, über das Schulsystem, über das, was mit den Kindern derzeit passiert und was das Ganze mit der Angstpädagogik zu tun hat. Gerald, schön, dass du da bist. Ja, herzlichen Dank für die Einladung, Gunnar. Ja, gerne. Es freut mich sehr, hier drehen zu können mit dir im wunderschönen Salzburg. Ja. Du bist aus Österreich. Wir wollen auch ein bisschen die österreichische Perspektive noch mit reinbringen, wobei die sich nicht so sehr von der rein deutschen unterscheidet. Aber wie war dein Empfinden im letzten Jahr, was Schule, was deine Arbeit als Lehrer angeht, was mit den Kindern passiert ist und wie es deine Arbeit verändert hat? Okay, weil du es gerade ansprichst mit Deutschland und Österreich. Man sagt ja, ich weiß nicht, ob du den Spruch kennst von Karl Kraus, die Lage in Deutschland ist ernst, aber nicht hoffnungslos, und die Lage in Österreich ist hoffnungslos, aber nicht ernst. Nein, Scherz beiseite, es ist sehr ähnlich, glaube ich. Und das letzte Jahr war natürlich extrem gekennzeichnet in der Schule von, ich finde eigentlich von zwei Komponenten. Das eine ist die Corona-Wellen und das andere sind die Digitalisierungswellen. Also bei uns jedenfalls ist in der Schule sind die zwei großen Themen Digitalisierung und Corona. Die laufen eigentlich, die laufen parallel. Und viele andere Dinge sind meiner Meinung nach eigentlich in den Hintergrund gerückt. Themen wie offener Unterricht oder wie andere Organisationsformen und so weiter und so fort, das ist eigentlich jetzt im Hintergrund. Jetzt geht es um die Organisation, wie organisiere ich Fernlernen, Distanzlernen, Schichtbetrieb und so weiter. Also das ist gerade ganz großes Thema, und was mir natürlich extrem sauer aufstößt, ist schon, wie Kinder in den Hintergrund gerückt sind, wie wir mit Kindern umgehen in der Schule. Nämlich jetzt schon doch ziemlich lange. Also der Lockdown dauert ja jetzt schon gefühlte, bei mir 7 Kilo, glaube ich. Also, dass die Kinder so lange hinten anzuhalten, das finde ich echt schon ziemlich lange einen Skandal. Und wir haben eigentlich in dieser Krise, was mir so auffällt, so einen extremen Tunnelblick, so einen monokausalen Blick. Wir lassen in dieser Krise alle möglichen Bereiche raus. Eigentlich für mich jetzt, eigentlich groß mal die Bereiche, die Menschsein ausmachen. Und ich denke von denen, die jetzt am meisten benachteiligt sind, empfinde ich so von den Generationen her, sind es die ganz Alten und die Kinder, Jugendlichen. Und ich denke, das hängt auch ein bisschen damit zusammen, mein Empfinden, die ganz Alten erinnern irgendwo an den Tod, die Jungen an das pure Leben. Und vor beiden scheinen wir Angst zu haben. Und das ist Funktionierende in der Mitte, das im System Laufende, das geht noch am besten. Aber wir lassen natürlich alles raus, was Demokratie politisch abläuft, was pädagogisch, was sozial, was psychologisch läuft, was wirtschaftlich abgeht, was kulturell, Kultur und Kunst, die als nicht systemrelevant wahrgenommen werden. Also es wird alles irgendwie ausgeklammert, auch die ökologische Frage. Die kommt jetzt ein bisschen über die Klimakrise, aber da habe ich auch eigentlich ein bisschen meine Bedenken, weil es wieder so technokratisch angegangen wird. Ich habe dann mein Problem, wenn dann Bill Gates kommt und will das Klima retten. Aber wir haben einen rein medizinischen Fokus, und auch hier verengen wir den Blick total. Und das ist dann alles nur mehr virologisch und andere Bereiche von Medizin sind eigentlich auch ganzheitlich nicht gefragt. Also für mich ein sehr, sehr linearer, maschineller Vorgang, wo am Ende quasi die Lösung mit der Impfung liegt, und das war es irgendwie. Okay. Und ich glaube, das ist auch erstmals, empfinde ich so, früher hat man immer gesagt, wenn ein Schiff untergeht oder so, dann retten wir zuerst mal die Kinder und
die Frauen oder so, die Schwangeren, was wir jetzt machen, wir tun so, als wenn wir zuerst einmal die Alten retten und die schicken wir raus in die Kälte quasi, alleine mit dem Rettungsboot und die Kinder lassen wir mal, die, egal. Ja. Also das ist für mich der Umgang, was wir Kinder zumuten und was, wie ich auch mitbekomme jetzt bei Eltern und bei Kindern, ist unterschiedlich, aber es ist in Summe natürlich ein Leiden. Mhm. Also dieser Tunnelblick, dieser Reduktionismus hat dafür gesorgt, dass wir so einseitig mit Kindern umgehen oder dass wir eben ihr Leiden nicht sehen. Aber was ist es konkret, was du auch siehst in deinem Alltag als Lehrer, auch was dich am meisten beunruhigt? Welche konkreten Phänomene dieser neuen Normalität? Ein Teil, der mich wirklich beunruhigt, wie schnell es geht, dass man in so ein Fahrwasser reinkommt wie jetzt. Also ich will ja nicht, dass Corona für bestimmte Risikogruppen gefährlich sein kann. Das leugne ich natürlich nicht. Ich finde ja den Begriff Corona-Leugner vorweggesagt ja eigentlich einen sehr perfiden Framing-Begriff, weil damit framet man in die Leute, die maßnahmenkritisch sind, in bestimmte Ecke, weil ich kenne persönlich niemanden, der die Existenz des Virus leugnen würde oder, und mit Leugner stoßt man natürlich assoziativ Türen auf Richtung Holocaust-Leugner. Also da ist schon ein ganz, ich finde, ein sehr perfiden Begriff für mich persönlich, das Unwort des Jahres. Aber was wir dann daraus gemacht haben, die Verhältnismäßigkeit, die wir völlig übersehen haben. Und ich glaube eigentlich, wenn ich das noch vorausschicken darf, ich glaube, dass wir in Summe, gibt ja auch mittlerweile Studien dazu, dass wir mehr Lebensjahre verlieren, als wir gewinnen. Denn wir rechnen derzeit ja immer nur, welche, die konkret gerade jetzt, was wir Leben retten können. Das ist auch gut so, keine Frage. Aber wir rechnen überhaupt nicht, was wir verlieren. Und man weiß ja von Studien, dass traumatisierte Kinder bis zum 18. Lebensjahr, wenn mehrere Traumata auftauchen, bis zu 20 Lebensjahre verlieren. Das heißt, wenn Kinder jetzt ständig gerade die Jüngeren sind eher in der Angst oft, wenn das Umfeld sehr angstbeladen ist. Jugendliche nehme ich eher dann oft als depressiv wahr, weil die Gestaltungsmöglichkeiten fehlen, weil die Loslösung vom Elternhaus fehlt, die notwendig wäre, die Peergroups fehlen, die Ausblick in die Zukunft fehlt. Ständiges Sitzen vor dem Computer, das macht auch was mit einem. Also da gibt es ja in Österreich eine Studie von Donau-Uni Krems und glaube von der Wien-Uni gemeinsam, die hatten zum Beispiel festgestellt, dass so 56% der Jugendlichen über 14 Jahre zu Depressionen, depressiven Verstimmungen neigen. Ja. 16% suizidale Gedanken. Also wir lassen die da im Regen stehen, die verlieren eventuell auch Jahre. Dann verlieren wir natürlich Leute, die jetzt nicht operiert werden können, die es abgesagt wird, die zur Vorsorge nicht gehen und so weiter. Wenn man das alles hochrechnet, dann kommen wir nicht in gerettete Jahre, ich glaube, wir kommen in verlorene Jahre. Und das finde ich das, was völlig draußen ist. Und was ich auch noch dazu sagen möchte, was mich total irritiert, wenn man immer ich zitiere jetzt Sarah Wagenknecht, das habe ich letztes Mal ein Statement von ihr gehört, dass in Deutschland 6.000 Intensivbetten 2020 gestrichen wurden, 20 Krankenhäuser geschlossen wurden, in der Krise, mitten in der Krise, 9.000 Pflegekräfte weg sind. Dann frage ich mich schon, hat man es wirklich mit der Gesundheit? Ist das der Fokus? Und wenn ich das die andere Rechnung dazu nehme und wenn ich dann vielleicht noch dazu nehme, dass laut Oxfam 2020 täglich 12.000 Menschen verhungern aufgrund der Maßnahmen, weil die Lieferketten zusammenbrechen, weil die Wanderarbeiter zur Arbeit nicht mehr kommen und so weiter, täglich, und 121 Millionen Menschen an den Rand ihrer Existenz gedrängt werden, wenn man das nochmal globaler nimmt, dann frage ich mich, passt die Verhältnismäßigkeit überhaupt nicht mehr. Und dafür geben wir derzeit sehr viel Menschsein auf. Und niemand ist so sehr ein Mensch wie Kinder.
diese ganze Spontanität, diese Lebendigkeit. Wir frieren gerade das Leben ein in dem Spiel. In der Hoffnung, wenn ich zum Leben aufhöre, dann sterbe ich nicht. Mhm. Oder wie man könnte es auch sagen, ja, irgendwie Selbstmord, um nicht sterben zu müssen, vorher schon. Da geht das ist das Absterben, das wir gerade erleben. Mhm. Und das ist wo viele einen, also ja, inneren Lockdown eigentlich gehen, ja. Inneren Lockdown. Also es ist ja gerade irgendwie, viele verlieren ja gerade auch irgendwie ihren Humor und die Lebendigkeit. Und die Masken sind nicht Ausdruck auch dessen. Also für mich ist der Anblick mit Masken ganz, ganz eigenartiger. Man kann darüber diskutieren, was hatten die Masken für einen Sinn und so weiter, aber wir haben ja in Österreich und in Deutschland, glaube ich, sind die einzigen zwei Länder in Europa, zumindest die FFP2-Masken Pflicht haben. Also hier ist es sehr streng. Und wir sind jetzt in Österreich, wir testen schon sehr lange. Wir sind das zumindest europaführend. Also bei uns sind ja bei knappe 9 Millionen Einwohner. Wir haben immer wieder über 500.000 Tests am Tag. Das ist eine richtige Testindustrie geworden. Das ganz Eigenartige, wenn ich in den Unterricht gehe und wir machen diese Selbsttests für die Kinder, dann ist die Sache die, wir machen die Tests. Man kann das als Lehrer natürlich schon irgendwie so verkaufen, man kann es sogar so machen, dass es irgendwie lustig ist. Ja? Das geht, weil die Tests nicht zu weit reinfahren. Und dann wird es weniger witzig. Und nachher Maske wieder rauf. Also die Kinder müssen normale Maske nehmen, wir Lehrer müssen die Staubschutzmaske nehmen. Stundenlang durch eigentlich. Was auch bedenklich ist, weil bis jetzt hat man diese Masken nie stundenlang durchgetragen, aber gut. Und dann kam schon die erste Frage von Kind, wieso müssen wir jetzt die Maske wieder tragen? Mhm. Wir haben gerade getestet. Ja. Und absolut berechtigte Fragen. Und ich versuche halt bei mir im Unterricht schon, dass wir Maskenpausen machen, dass die Kinder zum Fenster dürfen, dass wir natürlich sowieso immer wieder durchlüften. Wie machen die Kinder das mit? Also nach deiner Wahrnehmung, diese Repression ihrer vitalen Bedürfnisse, wird ihnen das langsam abtrainiert, auf sich selbst zu hören? Merken sie überhaupt noch, was ihnen genommen wird? Oder regt sich da auch ein gewisser Unwille und Widerstand? Ja, gute Frage. Es ist natürlich ein Abtrainieren dessen, was man spürt, weil du könntest ja ständig krank sein. Also ich finde ja, dass jetzt eine Mutation gerade passiert von, die Kinder sind Hoffnungsträger zum Virenträger. Das ist ja eigentlich eine der ganz großen Mutationen derzeit, die eigentlich viel gefährlichere finde ich. Die machen, wenn sie dem Lehrer vertrauen, natürlich mit. Also ich habe jetzt eine Klasse, 5. Schulstufe, 10, 11-Jährige. Ich weiß aber, ich hab jetzt auch nochmal bei den Kindern nachgefragt, auch bei den Eltern und ich hab andere, viele Kollegen in Österreich, Freunde, die in Vorarlberg, in Salzburg unterrichten und anderen Bundesländern. Die Probleme mehren sich schon massiv, dass sich Kinder sagen nichts, haben aber Angst, dass sie positiv auffliegen. Rein organisatorisch spielt sich das schnell ein. Ich habe am Anfang gedacht, es dauert länger. Also es ist dann schon, wenn es öfters gemacht wird, das dauert ungefähr 10 Minuten, dann beginnt so quasi der Unterricht. Diese Testung. Also die Testung dauert 10 Minuten, sowas. Und dann gehst du als Lehrer durch mit deinem Säckchen und hast den Handschuh und gibst das Ganze wieder rein und trägst den Beutel raus. Dort liegen dann schon viele andere Beutel. Du denkst dir irgendwie, oh Wahnsinn, was das hochgerechnet an Abfall ist. Unfassbar. Und wenn wir in den Wald gehen, wegen Abenteuer Natur und so, da sieht man immer mehr Masken. Also umweltmäßig ist das natürlich alles eine Riesenbelastung, ist aber so ein Riesengeschäft. Also jetzt haben wir eine neue Form von Testeritis in der Schule. Was wir abtrainieren, ist das schon das Gefühl natürlich, bin ich krank oder nicht? Spüre ich noch richtig oder nicht?
Weil natürlich bist du unter Dauerverdacht, dass du irgend asymptomatisch was weiterträgst. Also du bist echt so, man wird zu einem Virenträger. Und das finde ich schon, das eigentlich, das ist subtil, aber es macht was. Yeah. Yeah. Das hat fast ein bisschen was, das hat alles für mich was Kultiges, auch diese Verengung des Blickes, diese aufgeladene Geschichte rund um Corona, es gibt ja die heilige Corona zwar, die, ich weiß nicht, ob du die kennst, die heilige Corona ist die eine der Heiligen, die bei Seuchengefahr und Geldangelegenheiten angebetet wird, oder find ich irgendwie witzig, das passt irgendwie sehr. Nein, aber Corona selbst, so aufgeladen, dass es ganz eng geworden ist und die Kinder spielen mit. Ja, ja. Und manche haben eben Angst, dass sie auffliegen. Andere sagen, es ist egal. Andere, wenn ich frage, die sagen dann, sie haben dann Angst, dass sie jemanden anstecken. Oder wenn Großeltern im Haus sind, dass sie Angst haben, dass sie anstecken, also mit der Angst leben. Kinder schon sehr. Und jetzt kommt es natürlich sehr darauf an, wie macht es der Lehrer, wie macht es die Schule, wie machen das die Eltern zu Hause. Also ich glaube, bei uns in der Schule, wir machen das schon eher sehr moderat. Also das ist irgendwie voll die Angst rein. Macht man nicht. Aber ich weiß von anderen, die macht das. Hängt auch mit der Leitung der Schule oft zusammen, ja, die Stimmung. Ja. Du hast eben gesagt, jetzt haben wir eine neue Testeritis. Das ist ja auch in Österreich jetzt schon seit längerem Zwang. Das heißt, man muss auch dann Schüler ausschließen, die sich nicht testen lassen oder die dann eben positiv getestet sind. Wir haben ja diese alte Testeritis auch schon gehabt seit PISA und eben auch der Umstellung auf eine Kompetenzorientierung, auf so eine Output-Orientierung. Genau. Siehst du bei dem Ganzen, wie jetzt diese Maßnahmen in den Schulen umgesetzt werden und wie auch die Rhetorik ist, Parallelen zu dem, was sowieso in den letzten Jahren, Jahrzehnten im Schulsystem gelaufen ist? Also ist das für dich irgendwie verbunden, so dass man sagt, es ist im Grunde eine Fortsetzung oder nochmal eine Verschärfung dessen, was eh schon da war? Oh ja, ich finde es absolut Parallelen. Ich stehe ja der Kompetenzorientierung sehr kritisch gegenüber, weil der Kompetenzbegriff kommt ja aus der Wirtschaftswelt der 50er Jahre und beschreibt eigentlich Fähigkeiten für einen reibungslosen Wirtschaftsablauf. Und diese Wirtschaftsbegriffe, die haben dann die fröhliche Urstände gefeiert, auch in allen möglichen Bereichen, auch im Schulbereich. Und kommen im Gegensatz zu diesem Beamtenstaub, der vorher war, kommen die ja lässig irgendwie daher und es riecht ein bisschen nach neuer Schule und man macht dann irgendwie tolle Kompetenzpräsentationen am besten noch irgendwie. Also die Dokumentation dauert ja dann oft schon länger als der Unterricht selbst, wenn man es richtig auslebt. Aber dahinter ist eine, finde ich, das hat oft nichts mehr mit Bildung zu tun. Das ist, Aristoteles unterscheidet ja zwischen technischer Vernunft und praktischer Vernunft. Und mein Eindruck ist, dass diese neoliberale Schiene, die fragt nur mehr nach wie. Also die technische Vernunft fragt nach wie und die praktische fragt nach dem Warum. Wir haben das Warum, verlernen wir immer mehr. Da ist ja auch die Frage, warum. Aber jetzt, das ist auf Schiene irgendwie. Es wird immer mehr gemessen. Schule wird immer mehr vermessen. Die Schule hatte auch schon fast was in der säkularisierten Welt, fast was Religiöses in den letzten Jahren bekommen. Hier liege die Rettung der Welt. Aber dieses Mitmachen mit dem Ganzen, dieser Zug, der da fährt, diese Schienen, die da gelegt werden, die auch, da redet man von Autonomie und so weiter, aber im Endeffekt hast du dann deine Vergleichstests, deine Standardisierungen, das wird immer engmaschiger. Ich finde es extrem technokratisch, die Richtung, die es läuft, und die Technik, die konkrete jetzt dazu, das wird noch technokratischer, wenn wir hier nicht aufpassen, noch unlebendiger. Wir haben jetzt diese Digitalisierungswelle und alle laufen mit. Ja. Also es ging. Also es hat auch Vorteile. Ich sage jetzt nicht, Digitalisierung kann auch wirklich gut sein. Also, aber sie muss auch dienen. Ja.
nicht herrschen. Und das ist natürlich sowieso das, was Technokratie immer wieder ausmacht, dass diese technischen Geschichten herrschen. Ja, geht das überhaupt noch mit einem ganzheitlichen Begriff von Bildung zusammen? Das, was in den letzten Jahren und Jahrzehnten in dem Schulsystem passiert ist und das, was auch jetzt durch die Digitalisierung, kann man das noch Bildung, kann man das noch Lernen nennen? Nein, es war von der alten Schule, wo man sozusagen seine Soldaten oder seine Priester ausgebildet hat, ist man schon jetzt in der Schule gekommen, die gerade in den da waren die ersten auf, gab es nicht schon mit Waldorfpädagogik oder so, Montessori, den Aufbruch, dann gab es in den 60er, 70er Jahren eine Aufbruchsstimmung, aber die wurde gut gekappert, finde ich. Das wurde das glaube ich, macht den Neoliberalismus auch so aus. Der ist wie ein bisschen ein Chamäleon. Du siehst ihn nicht, aber er ist gleich dabei. Irgendwie ist auch ein Virus. Und jetzt ist fragmentiert, standardisiert. Das sind viele tolle Schlagwörter. Die Verpackung ist eigentlich viel wichtiger als der Inhalt. Also ich finde nicht, dass wir Richtung Lebendigkeit zusteuern. Diese Lebendigkeit wird auch abgetötet durch eine Art Angstpädagogik. Darüber hast du auch geschrieben, ein ganzes Land als Schulklasse, und in dem herrscht eben auch diese Angstpädagogik. Es gibt eine Rückkehr zur Angstpädagogik. Wo siehst du so die Hauptmerkmale? Wie zeigt sich das wirklich im Alltagsleben? Ja, ich habe hier ich habe hier ein Land mit Schule verglichen. Oder wenn man Schulklassen nach Ländern nimmt, ja, die deutsche Klasse, die österreichische Klasse, die Schwedenklasse, die mobben wir manchmal ein bisschen und die sind ein bisschen zu locker. Wenn man das vergleicht und das, was ich gelernt habe, ich habe in der pädagogischen Ausbildung noch gelernt, dass Angstpädagogik, dass die schwarze Pädagogik, Angst hemmt das Lernen und so weiter und was. Und Differenzierung wäre auch das Maß aller Dinge. Und ja, der neue Maßstab ist irgendwie das Stäbchen. Nein, aber irgendwie ist jetzt das anders. Seit einem Jahr wird diese Angst Trommel geschlagen. Also wenn man das jetzt wirklich mit dann pädagogisch sehen würde, dann ist das ist echte Angstpädagogik, was da betrieben wird. Und da gibt es dann wirklich so die Top-Spezialisten, die das hervorragend beherrschen. Es ist auch niemals so differenziert. Also von der Didaktik her, die Differenzierung ist auch meiner Meinung nach viel zu wenig passiert. Wenn man jetzt alles sozusagen als Schüler nimmt, Politiker als Lehrer sehen würde, finde ich nicht, dass die Differenzierungen sehr gut passiert sind. Man fährt da auch einfach mit Lockdowns voll rein. Erwischt eben die Kinder mit, obwohl die Kinder ja an der Krankheit, obwohl man gerade die Kinder immer mehr entdeckt und man will ja immer mehr, finde ich, das framet man immer mehr, dass Kinder erkranken, Kinder breiten asymptomatisch die Krankheit aus. Ja. Durch irgendeine Tante, die jetzt noch das dazu ist, kommt. Ja, genau. Irgendeine Tante kommt dann immer dazu und letztendlich sind die Kinder dann gefährlich und man muss sie auch impfen. Also der Markt ist auch ein Markt. Ja. Ehrlich gesagt, also und ich finde es unverantwortlich, dass man da Kinder so reinzieht, weil die tragen schon unsere Umweltlast, die tragen unsere Schuldenlast, die auch gerade dramatisch mehr wird, also das wird noch kommen, richtig. Und jetzt müssen sie auch noch sozusagen in einer Solidaritätsbekundung das alles mittragen. Das ist schon verdammt, verdammt viel verlangt. Jedenfalls, was ich mir wünschen würde, und dass ich mich erstaunt, dass das nicht passiert, warum geht man nicht in den Medien auf eine mutmachende Art und Weise mal ran? Es ist ein ständiges nach unten drücken. Ja. Kaum denkst du, du hast dich erholt, kommt eine neue Mutante oder kommt Lauterbach? Und irgendwie frage ich mich, also den finde ich ja, gerade was Angstpädagogik betrifft, das ist wirklich schwarze Pädagogik, was er betreibt. Ich meine, er ist Deutschland ein Land mit gerade Bach oder Feuerbach, Bach selbst. Das ist. Ja, ja. Und wenn Lauterbach wird da jetzt durch die Fernsehshows gereicht, ich meine, er ist ja bei
wie heißt die Fernsehshow? Lanz, genau. Also bei Markus Lanz ist er, glaube ich, öfter als Markus Lanz selber. Und was hat das zu sagen? Und ich denke, dass der da so oft sitzt, dass wenn die Sonne der Kultur tief steht, dann werfen auch Zwerge große Schatten. Und also ich finde es unverantwortlich, was er hier anrichtet, ehrlich gesagt, und andere auch anrichten, wie so kirchliche Wanderprediger, die Angst, Sünde und Schuld verbreiten irgendwie. Und das macht was, und ich finde, da gehört, da wird die Psyche überhaupt nicht mitgedacht. Da wird überhaupt nicht mitgedacht, was das anrichtet sozial, was das mit Leuten macht, die ständig in Angst und Schrecken versetzt werden und immer wieder für etwas Neues Angst haben. Und da kannst du wieder nebenbei lesen, dass die englische mutante neue Studie aus England, die ist ja gar nicht tödlicher, aber das geht dann schon unter. Und es bräuchte echt mal ein Mutprogramm im Fernsehen. Und es brauchte echt mal, was kann ich tun eigentlich? Was kann ich auch gesundheitlich machen? Also auch neue Studie wieder, die belegt, dass was Bewegung regelmäßig ausmacht, dass die schweren Verläufe weniger werden. Ja. Aha. Das ist interessant, dass man da Studien für braucht. Da braucht man eine Studie. Und wieso gibt es kein Sportprogramm? Warum stellt sich zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du ihn kennst, Marcel Hirsch ist sozusagen Österreich, einer der ganz Großen im Sportbereich. Warum macht man mit ihm nicht eine Sendung, wo er zum Bewegen anregt? Warum sperrt man auch die ganzen Sportplätze? Warum kann man in Österreich nicht mit diesen Tests, übrigens, die man am Vormittag macht, Nachmittag in den Sportverein gehen? Wieso? Also es wird ständig nach unten gedrückt, und da steckt für mich auch das Wort Unterrichten drin. Unterrichten, ja. Das richtet nach unten. Und wir brauchen das ist eine Pädagogik, die nach unten richtet, ständig. Und immer wieder, und das macht resignativ, und viele resignieren. Wie zeigt sich und wir brauchen Aufrichten. Ja, wie zeigt sich dieses nach unten Richten in dem Vorgehen der Lehrer selber und auch in den Materialien? Hast du da Einblick drin, dass eben jetzt das Schulmaterial besonders vielleicht Angst nochmal extra streut oder eben auch Misstrauen in das Kind setzt? Also jetzt von den Schulbüchern selbst finde ich nicht. Was jetzt schon kommt, ist, dass es in den in den Büchern, die sind nicht so schnell, genau. Aber bei was Lehrer betrifft, von meiner Schule kann ich da jetzt nicht reden, aber ich weiß von anderen Kollegen, von anderen Schulen, da gibt es schon Lehrer, die den Kindern wirklich kräftig Angst machen, die selber natürlich auch Angst haben, die selber mit dieser Angst ständig leben. Und das strahlt natürlich sowieso aus. Und pädagogische Materialien gibt es schon, die Angst machen. Aber das sind diese Schulhefte, die zum Teil in diese Richtung gehen. Aber sonst eher, finde ich, wird da mehr über Medien, da läuft mehr über das, was die Eltern zu Hause im Fernsehen sehen und so irgendwie. Und mein Verdacht ist, dass dort sowohl in der Politik, du hast jetzt eben Lauterbach erwähnt, der auch mit einer Kontrollrhetorik arbeitet. Wir bewachen euch, wir überwachen euch mit anonymisierten Daten und so weiter. Ja. Denn wir vertrauen euch nicht. Wir müssen das alles kontrollieren. Das gleichzeitig parallel eben ist zu dem, wie wir die jungen Menschen sehen. Wir misstrauen, wir bringen euch erstmal Misstrauen entgegen und ihr müsst erstmal erzogen werden, ihr müsst erstmal reifen, um überhaupt zu anständigen Menschen zu werden. Und wenn wir euch lassen würden, ihr würdet das ja überhaupt eure Freiheit gar nicht richtig nutzen können. Und dass vielleicht sehr viele Menschen, die dieses Schulsystem durchlaufen sind, immer schon mit diesem Misstrauen auch konfrontiert wurden und das jetzt auch so weitergeben. Natürlich können wir den Menschen nicht vertrauen, mir wurde ja auch nicht vertraut. Und dass wir vielleicht da neben dem Mut, den du ansprichst, auch einfach mehr Vertrauen in die Menschen bräuchten. Absolut. Also es ist so, dass wir,
wir lernen ja von in der Schule schon eigentlich Scheindemokratie. Also wenn ich jetzt so dran denke, dass, was macht ein Klassensprecher wirklich? Ja, kaum was. Ne? Der hat eigentlich keine großen Befugnisse, der Schulsprecher auch nicht. Einbindung der Kinder ist eigentlich wenig da, der Jugendlichen. Die Lehrer sind angewiesen, die Lehrpläne zu erfüllen. Also es ist ein Gefälle sowieso schon von der Schulstruktur her hier. Und es zieht natürlich wahrscheinlich auch vom Typus her Leute oft in die Schule, die eher auf Sicherheit setzen. Und ich glaube, eine Krankheit der Zeit ist auch, dass wir die Freiheit zu wenig lieben. Ich meine jetzt nicht Egoismus, aber ich meine echte Freiheit. Und da neigen viele schon dazu, dass sie die Sicherheitsvariante wählen, die bequemere Variante. Und das ist natürlich auch sehr, sehr gut gemacht, finde ich, diese Angst, die völlig überschätzt wird. Also ich finde da ganz interessant Studien, wie die Angst überschätzt wird, an der Krankheit zu erkranken oder an der Intensivstation zu landen oder so. Das Manuel Schabus sagt, um 56 Mal wird diese Angst höher als das tatsächliche Risiko. Und das müsste ja mal deutlich gespielt werden in den Medien. Aber wir vertrauen natürlich der Bevölkerung nicht. Man gibt ja den Test auch den Familien nicht mit. Man könnte ja zu Hause testen lassen, aber man vertraut ständig nicht. Das Vertrauen fehlt völlig. Man will das kontrollieren. Und das ist natürlich, der Lehrer wird mittlerweile ja zum Apotheker und wird ja irgendwie zu medizinischen Hilfen. Ich durfte ja früher nicht einmal irgendwie ein Aspirin hergeben oder ich weiß gar nicht, ein Pflaster. Ich durfte nur einmal bei einem Schüler mit epileptischen Anfällen, da durfte man eine Kanüle setzen. Das war eine unfassbare Ausnahme. Aber jetzt, das ist wieder neu. Ja? Da, so eine Übergriffigkeit dann, ne? Ich finde, dass hier auf die Lehrer abgewälzt wird, ja. Mhm. Absolut. Mhm. Aber es fehlt generell an Vertrauen, fehlt auch an Vertrauen in die Jugendlichen. Also wir rutschen schon rein momentan in eine Kontrollgesellschaft. Ganz klar. Und es ist natürlich technisch viel mehr möglich wie früher. Ja. Und der Reiz, dieses auszuprobieren, ist groß. Ja. Und ich habe da auch, man hat schon das Gefühl, dass hier das Virus verwendet wird, Also das ist mehr als ein Gefühl, dass hier Grundrechte verletzt werden, ganz klar. Und der Begriff, den wir vielleicht alle miteinander wirklich zu lernen haben, ist Würde. Weil Virenträger oder ich habe das Gefühl, momentan ist man Patient, man ist Virenträger, man ist Teil einer epidemiologischen Kurve, man ist irgendwie eine Labormaus, eine Fallzahl, man ist Patient, man ist alles Mögliche, aber man ist irgendwie kein Mensch mehr. Und ich glaube, dass diese Wiederentdeckung des Menschseins, das war auch für mich ziemlich schnell klar, dass wo's auf dem Gefühl her, darum habe ich auch das Buch geschrieben, das ist eigentlich ein Nachfolger des Kopfsprung ins Herz. Und das geht noch mehr um Schule und Schulsystem, weil ich auch hier eben immer diese Lebendigkeit vermisse. Wir haben ja momentan, finde ich, jedenfalls die Krankheit, dass wir immer Systeme optimieren wollen, immer am System werken oder immer an der Verpackung. Und dann haben wir das Dilemma, dass die Verpackung zwar sensationell ausschaut, das Layout ist super, aber inhaltsmäßig tut sich nicht mehr viel. Also es ist eine Supermarktdemokratie, finde ich auch. Oder wenn du in einen Supermarkt reingehst, da hast du zwar voll viele Produkte, aber es sind ganz wenige Firmen dahinter. Du hast immer das Gefühl, du hast so riesige Auswahl und du hast sie in Wahrheit ja gar nicht. Und mir persönlich geht es um diese Wiederentdeckung der Würde, des Inneren des Feuers, also das Symbol natürlich, weil das habe ich gerade das Gefühl, es wird uns gerade das Feuer geraubt. Das Feuer der Lebendigkeit. Und Feuer ist ja auch Symbol für auch für Spiritualität, für Sexualität, für diese Lebenskraft. Und das ist ja eigentlich was sehr Intimes und zugleich sehr, sehr Verbindendes, Ekstatisches, sehr Warmes. Und die Priesterkasten in allen Kleidern haben es immer verstanden, gerade das Feuer zu neurotisieren, umzuherrschen. Man hat das ja
Und das macht für mich auch momentan das Kultige wieder aus. Also die katholische Kirche hat sie auch geschafft, sozusagen das Feuer zu pervertieren, mit Höllenfeuer gedroht und die Sexualität total pathologisiert. So kannst du Leute beherrschen. Und die Priesterkaste hat sich reingekrätscht, auch in die Spiritualität. Du konntest nicht direkt Kontakt irgendwie aufnehmen, dann hast du schon vorher den Priester gebraucht und so. Und jetzt finde ich, dass es im Kern in den Transhumanismus rausläuft, wenn wir so weitermachen. Also wir haben heute einen sehr, sehr kalten. Heute einen neuen Kult. Also ich finde, es ist eine Stabsübergabe von einem Religionskult zu einem Wissenschaftskult, der Natur völlig die Tür zuschlägt und sich noch als Klimaretter und so weiter verkauft. Wir müssen da wahnsinnig aufpassen, dass da nicht wieder gekapert wird. Fridays for Future, Klimaschutz. Klingt alles gut, aber ich habe meine Bedenken, wie da schon wieder der Spin gedreht wird. Und heute, wenn du für mich war das irgendwie so bezeichnend. Ich war beim Begräbnis und gehe rein und das statt im Weihwasser steht das Desinfektionsmittel. Und ich denke mir, das ist neue Weihwasser, Desinfektionsmittel. Da habe ich so weitergedacht. Ich habe gedacht, eigentlich der neue Dorfpfarrer ist eigentlich der Hausarzt. Und irgendwo die neue, auf einer gewissen Ebene, die neue Priesterkaste sind eigentlich die Ärzte. Also irgendwie haben wir das Gefühl, die Kirche hat ausgedient. Es ist ein Wechsel, aber es ist nicht unähnlich, weil da ist schon im Boden da ein guter. Der Test, der hat ja immer so was bisschen von einer Beichte. Wenn du getestet, super, und dann bekommst du am Handy die Nachricht, du bist clean, du bist rein, du bist sauber, du bist. Die Info, du hast die keine Absolution. Sünde. Ich finde die Impfung eher vergleichbar. Also ich finde ja, wenn du dann positiv getestet bist, dann musst du in Quarantäne gehen. Das ist sozusagen die moderne Form der Buße, wenn du eine Sünde trägst, einen Virus. Mhm. Und wenn du 30 Beichtrunden durchmachst, irgendwo findet man eine Sünde, oder? Irgendwo. Genau. Mir eine ich kann mich noch gut erinnern, als Junge, wenn ich beichten war, ich wusste oft die Sünden, ich wusste nicht, was sagen soll. Aber der Pfarrer zu lange umhergeht, irgendwann habe ich bei Unschamhaft Ja gesagt. Also das war ja auch, ist ein bisschen ähnlich. Und von der Psychologie dahinter, von der Manipulation dahinter. Und man wurde halt von Sündenträger zum Virenträger. Und der Verschwörungstheoretiker war ja früher der Heretiker, der Ketzer. Und der neue Papst, ich finde ja, Bill Gates würde irgendwie gute Figur machen für diesen. Für mich ist Klaus Schwab mehr der neue Papst, aber. Was ist der schwarze Papst? Genau. Und es gibt auch den Begriff Wissenschaftsleugner, wo das ja auch diese Parallele zum Gottesleugner schon mit drin ist. Der Wahrheitsanspruch bei beiden ist ja auch unfassbar. Ja. Also. Ich halte ja von der ursprünglichen Botschaft, wenn ich Bergpredigt lese, das ich finde, das ist eines der unfassbarsten Dinge, die jemals gesprochen wurden. Ich finde die Figur Jesus, das war ein Revolutionär. Der tauft übrigens mit Feuer. Aber die Taufe ist ja dann pervertiert in eine Pflichttaufe später und gleich von klein auf. Das ist die Impfung für mich jetzt. Diese Zwangstaufen früher, das konnte in eine Zwangsimpfung münden und man hat dann die Zwangstaufe ja verbunden mit der Identität. Du hast den Namen bekommen, du hast die Taufe gekriegt, du warst dann geschützt vor allen Bösen und jetzt bekriegst du die Impfung möglichst bald. Man will da runterkommen, bin ich mir sicher. Und verbindet es gleich mit einer digitalen Identität, Blockchain-Technik, ID 2020, das könnte man ja gleich verbinden, das ist alles cool. Und das schützt dich dann auch vor allen bösen Viren und vor allen bösen was. Und wir schützen dich. Ja? Wir zeigen dir, wie kannst du den Tod im Transhumanismus ja eigentlich auch die Sehnsucht, den Tod mit viel Technik und vielleicht mit Kombination mit Maschine, mit Cyborg überwinden. Und die Kirche hat dir ja auch das ewige Leben versprochen. Wenn du nicht dazugehörst, hast du ja halt die ewige Verdammnis versprochen, wo wir Missbrauch des Feuers werden.
Ich glaube, wir haben da einen guten Boden, auf dem die neue Wissenschaftskirche mit diesem alleinigen Wahrheitsanspruch draufsetzt. Und beide nehmen uns die Würde, beide Kirchen nehmen uns, und da gibt es dann die Würdenträger, aber die anderen haben keine Würde gehabt. Und ich finde, Jesus war für mich immer eine Figur, die sich mit der Priesterkaste angelegt hat. Total. Es gibt auch wunderbare Priester. Ich kenne einige natürlich. Klar, gab ja auch Nikodemus damals. Aber diese neue Geschichte ist wieder ein Ausdämpfen des Feuers. Und da wir brauchen nicht, finde ich, ich habe es da auch im Buch beschrieben, eine Digitalisierung des Herzens. Denn Digitalisierung, das Wort kommt ja von Digitalis. Und Digitalis ist der Fingerhut. Und mit dem Fingerhut hat man immer Herzinsuffizienz, also Herzschwäche behandelt. Und das Behandeln der Herzschwäche nennt sich Digitalisierung ursprünglich. Und ich glaube, wir haben eine Herzschwäche in Wahrheit als Gesellschaft. Wir müssen echt wieder, nicht jetzt irgendwie romantisiert oder so, aber wir müssen wieder das Herz neu entdecken und den Kopf und es aufgeben, dass wir in der westlichen Kultur solche Kopfträger sind, die in einer toxischen Männlichkeit Natur zerstören, bis zum geht nicht mehr. Und dieselben Leute, die Natur zerstören, die sich jetzt melden, die Natur retten wollen, die Leute, die das Problem sind, ich komme echt, ich sage den Namen Bill Gates in dem Zusammenhang wieder, weil ich finde, er mit seinen Programmen des Geoengineerings, des COBEX unterstützt, der zum Beispiel, wo ein Kalk in die Atmosphäre ausgebracht werden soll, oder diese Marine Brightening Cloud Project, wo man die Wolken aufhält, also das Sonnenlicht zurückreflektiert wird, seine Allianz für Green Revolution mit der Rockefeller Foundation. Das ist alles genmanipuliertes Saatgut, wo man mit, das sind Hybridsamen, wo man die lokalen Bauern abhängig gemacht hat, wo man nachher mit den Pestiziden reinfährt. Das nennt sich dann, das nennt sich Grüne Revolution, Allianz für Grüne Revolution. Der Mann hat echt Humor. Und dasselbe ist TerraPower, denn der seine Firma, die er angemeldet hat, für Atomkraftwerke. Die geplanten kleineren Atomkraftwerke. Und so jemand kommt mit einer, auch mit dieser, das erinnert mich auch immer an die frühere Kardinäle oder so, diese gespielte Demut. Und ich denke mir, okay, wie wirst du so ein Monopolist in so vielen Bereichen, warst du immer so bescheiden. Also diese antrainierte Körpersprache, die kann ich ihm gar nicht abnehmen. Und wir bräuchten etwas völlig, völlig anderes. Wir bräuchten eine Verbindung zur Natur zurück, auch über das Herz, auch wenn das jetzt vielleicht sehr poetisch klingt, aber mir fehlt Poesie sowieso derzeit. Ja. Und wie kommen wir dahin? Auch aus deiner Sicht als Lehrer, als Wildnispädagoge, wie können wir auch diesen Bezug zum Herzen den Kindern schon erlauben? Also Punkt 1 ist die eigene Haltung. Ich halte nichts davon, wenn man immer nur wieder, was organisieren wir? Also es ist eigentlich schon die Figur des Pädagogen. Selbst musst das schon ausstrahlen. Du musst Kinder mögen. Ich habe im vorigen Buch geschrieben, ich würde bei der Aufnahme von Lehrern zu Lernstudenten eine Lachprobe vorher machen, weil die Menschen, die dann mit Kindern unterrichten, die machen das aus. Ob du jetzt einen lehrerzentrierten Unterricht eher hast oder eher dich zurücknimmst. Deine Präsenz macht was, wenn du im Raum bist. Und wenn du eine Präsenz hast, die Lehrer, die Kinder nicht mögen, finde ich zwar unglaublich, dass es gibt, aber es gibt es. Das ist wie wenn der Bäcker eine Mehlallergie hätte oder so. Oder gegen Kinder eine Allergie. Das ist der Punkt 1, das ist die Haltung. Und dann geht es erst los. Dann geht's los. Ich habe zum Beispiel mit einer Kollegin Naturpädagogik-Wahlpflichtfach gegründet, das heißt Abenteuer Natur. Und wir sind erst später drauf gekommen, dass das erste in Österreich war. Wir wussten es gar nicht. Dann sind die Medien voll drauf gesprungen. Fanden das extrem cool. Also da ist
absolut Potenzial da. Wir machen es jetzt in der Schule, wo ich jetzt bin, eine Kombination von Technik und Natur. Wir nennen es TUN als Abkürzung. Und Kinder lernen in dem einen Fach eher, also auch Programmieren. Da geht es auch rein in die Digitalisierung, also und europäischen Computerführerschein. Und bei mir, also die wechseln, wir gehen raus in die Natur, weil ich denke, das müssen wir jetzt verbinden. Aber für mich ist die wichtigere Digitalisierung die des Herzens, wenn ich es nochmal so poetisch sagen kann. Und die andere Digitalisierung, da können wir uns auch fragen, wir machen immer so, als wenn es eine Naturerscheinung wäre. Aber das ist die Frage, wollen wir es so genau so? Aber es ist halt faszinierend, es als Mensch so aus, sich auszuprobieren. Aber das Warum, diese praktische Vernunft, das fehlt, diese Geistlosigkeit eigentlich, die fehlt mir derzeit sehr und ich empfinde es als Aufbäumen einer toxischen Männlichkeit nochmal, jetzt. Und wenn wir diese, also ich denke mir schon, dass wir die Maßnahmen, die, wie soll ich sagen, wir müssen schon zurücknehmen, auch als Menschen. Aber was jetzt passiert ist, und uns selber in einer gewissen Art und Weise, wir müssen auch weniger, dürfen nicht mehr so viel verbrauchen. Wir können natürlich nicht mehr so in dem Stil weiterleben. Es geht nur, weil andere, auf Kosten anderer natürlich. Die andere Seite ist, dass wir eines brauchen, eine neue Art von Beziehung, eine neue Art von Verbundenheit, wo der andere als Subjekt wahrgenommen wird. Aber da muss ich mal selber mal als Subjekt wahrnehmen. Das hat was mit Würde zu tun. Und jetzt, was jetzt, wenn wir in diese Verbindung nicht reinkommen, in diese echte Verbindung, dann scheint mir, dass sich die auf fast irgendwie eine pathologische Art von Verbindung sucht, nämlich über technische Variante. Und das ist dann auch Transhumanismus, diese nur mehr über Bildschirme verbunden zu sein, nur mehr über das Handy. Das Handy war, finde ich, das erste Verbindung zwischen Mensch und Maschine. Das kommt ja immer näher, oder? Das, ja. Irgendwann ist sie irgendwo drinnen. Mhm. Ja. Und weil ich auch jetzt das Gefühl habe, dass es eine Art von Entrechtung und Kolonialisierung stattfindet. Und ich glaube, das macht auch vielen Leuten bei der Impfung Angst, weil hier dieses Recht auf den eigenen Körper, das ich selber über meinen eigenen Körper bestimmen kann, als wäre der plötzlich wird er zur Spielwiese einer Pharmaindustrie, die jetzt hier einen Impfpass, das ist ja eigentlich in Wahrheit, denke ich, der Eintrittstor zum Wiederwerden, zu einem digitalen Identitätsausweis. Also man kann das ja schön nachlesen bei ID 2020, probiert ihr das auch schon in Flüchtlingslager. Und darum finde ich es auch sehr, sehr, sehr bedenklich. Aber hier müssen wir schauen, dass wir, das finde ich, einen wirklich völlig neuen Weg gehen, wo wir Technik sinnvoll einsetzen und wo wir eigentlich in eine Art neue Spiritualität gehen, nicht verbunden mit Maschinen, verbunden wie, als wäre man Maschine. Wir müssen anders sein als Maschinen. Das hat Jack Ma, auch dieser bekannte Milliardär, Chef von Alibaba, gemeint. Also wenn wir uns mit Maschinen anlegen und maschinenähnlicher werden, dann verlieren wir. Uns macht Fantasie aus, uns macht Kreativität aus, uns macht Humor aus, Lebendigkeit aus. Wir leben, aber wir werden immer maschinenähnlicher. Und das ist gerade das, was mich so stört jetzt. Nicht atmen, Maske. Keine Freunde treffen, keine Feste feiern, nicht tanzen, Abstand halten, nicht berühren. Das ist alles Maschine. Das ist Roboter. Die Kirche brauchte noch Schafe. Der Transhumanismus braucht Roboter. Wir verwandeln uns gerade in die Gefahr, vom Schaf zum Roboter zu werden, von der Kirchenmaus zur Labormaus. Und da müssen wir, und das ist beides, finde ich, toxisch männlich. Wir klammern das Weibliche völlig aus, wir klammern den Planeten aus, das ist irgendwie ein Klumpen Materie, den man irgendwie ausbeutet, das ist Ressourcenausbeutung. Und was wir brauchen, ist Potenzialentfaltung. Und wir leben von der Energie es gibt halt welche, die leben gerne von der Energie von anderen. Und das Spiel spielen wir gerade wieder und jetzt müssen wir die Kurve kratzen, weil es ist wirklich eng.
Können wir diese neuen Wege, von denen du gesprochen hast, noch im System gehen? Kann das System diese neuen Wege? Ja. Kann man irgendwas noch reformieren? Oder vielleicht am Rand dieses Systems noch Räume schaffen, wo das möglich ist? Oder muss man da raus und was anderes aufbauen? Ja, das ist eine ganz große Frage. Also ich mach's am Rande des Systems auch und auch im System schon, weil einstweilen. Schilder uns gerne mal, wie das ist schwierig aussieht, was du machst. Also Abenteuer-Natur eben, das ist zum Beispiel etwas, wo ich mit den Schülern in der Natur unterwegs bin und eine Rückverbindung zur Natur quasi. Ist die Wildnispädagogik, die geht ja sehr stark, die habe ich damals bei Ralf Greiner, der Coyote-Akademie. Hier ist übrigens auch der Old Man Coyote als heiliger Narr, das indianische heilige Narr, der übrigens das Feuer gestohlen hat, dem Mächtigen. Mhm. Den brauchen wir, glaube ich, übrigens derzeit sehr, diese heiligen Narren, auch um den Humor willen und Lebendigkeit willen. Jedenfalls, da sind wir draußen und die Kinder, mein vordringliches Ziel ist eigentlich überhaupt schon mal, dass sie draußen sind, ehrlich gesagt. Und gerade wenn das Wetter super passt, dann sind wir ständig draußen. Und ich habe das Glück, dass wir super wunderschöne Natur neben der Schule haben. Ich kann da in der Nähe auch Skitouren gehen, also das ist echt, das ist wirklich Glück natürlich auch. Aber wenn das Wetter nicht so gut ist, sind wir drinnen und da wird auch recherchiert im Bereich von Umweltschutz, ökologischer Fußabdruck und so weiter, welche NGOs gibt es. Und es war übrigens die letzte Aktion, die ich hatte mit den Kindern gemeinsam, wo wir wohin fahren durften, war ein Kinobesuch von Sea of Shadows. Also ein extrem empfehlenswerter Film. Die waren total begeistert, da war der Produzent, der Wolfgang Knöpfler, ein großartiger Typ da, der Film hat auch gezeigt, wo gerade bei den Sea Shepherds, die ich glaube im Durchschnittsalter von 23 oder so, die am Schiff sind und sich einsetzen für Wale, in dem Fall für die kleinsten Wale der Welt. Und also ich mache solche Dinge. Mhm. Konkret und konkret im Unterricht erleben sie mich halt, glaube ich, auch wertschätzend und humorvoll, so gut es geht. Aber gleichzeitig möchte ich schon auch, Schule ist schon auch ein Ort des Lernens, finde ich schon, natürlich. Aber ich denke, man lernt viel besser, wenn eine gute Beziehung zum Lehrer da ist. Oder zur Lehrerin, zur Pädagogen, wie man es auch immer, zum Mentor, wie man das immer auch. Meine Frage geht auch dahin, ob diese Beziehung nicht notwendigerweise gestört werden muss durch die Strukturzwänge des Systems, dass ich immer wieder, und ich unterstelle das erstmal allen Pädagoginnen und Pädagogen, einen guten Willen dem Kind gegenüber habe und auch diese Beziehung aufbauen will. Aber letztendlich muss ich immer durchdrücken. Ich muss unterrichten, so wie du sagst. Und jetzt muss ich sogar Masken verhängen, ich muss Tests erzwingen. Da wird die Beziehungsebene doch total zerstört. Und da habe ich die Angst, dass mir mein Wille, auf dieser Beziehungsebene zu arbeiten, eben unmöglich gemacht wird. Das hängt, das klappt zum Teil im System und zum Teil ist genauso, wie du sagst. Das hängt von der Schule ab. Das hängt für den Freiraum ab, den man dir gibt. Ich habe das Glück, dass ich sehr viel Freiraum immer bekommen habe und bekomme ich, warum auch immer, so muss ich dann, komme ich nicht in diesen Double Bind rein. Ich komme nicht in diese unglaublich Grätsche oft rein. Es grätscht schon. Ja. Aber so extrem, dass es wehtut, grätscht es bei mir nicht. Okay. Ich kann mich da, also ich finde sowieso, dass Freiräume auch von der Metapher her, ich finde ja, früher hatten wir immer diese geschlossenen Räume, ohne Türen, abgegrenzt generell. Und
war das mal so in, alles total offen zu machen, auch von der Architektur her. Ob das jetzt Schulen sind, wo man dann reinzieht, wo die Grundschüler da sitzen, die sich ablenken lassen, aber, oder in die großen Büroräume, wo alle irgendwie zusammen sind. Ich finde das auch nicht gut. Ich finde, dass Mauern, das ist paradox, können Freiheit geben, indem sie Freiräume schaffen. Aber sie müssen eine Tür haben. Und ich denke, dass Freiräume ganz was Wesentliches sind. Das bieten Schutz und Freiheit gleichzeitig. Und ich hatte immer den, ich bekam schon auch immer wieder den Freiraum. Das liegt auch ein bisschen am Glück, an das sehr menschliche Vorgesetzte, auch darüber Vorgesetzte, also das war auch ein bisschen ein Glück. Also es ist die Frage natürlich, wenn das anders wäre, okay, für mich, ja. dann ja. Puh. Also wir müssen diese Freiräume suchen, wenn sie da sind, ja, und wenn ja. nicht, dann müssen wir sie uns schaffen. Und, aber wir brauchen sicher neue Welten auch, wie du gesagt hast. Ja. Also das absolut so, es braucht jetzt wirklich auch neue Strukturen. Wir verlieren derzeit, was ich beobachte, auch Eltern und Schüler werden wir mehr verlieren. Nämlich durch diese ganze Geschichte jetzt mit dem Testen, mit dem ganzen Primporium, das hier stattfindet, da springen welche jetzt ab. Ja. Also ich erlebe es, ja. dass die sich organisieren in Lerngruppen. Mhm. In meiner Gegend, wo ich unterrichte, weniger. Aber es ist österreichweit sehr verbreitet jetzt schon, dass die wegkippen. Die sagen, die geben die Kinder nicht mehr in die Schule. Die unterrichten sich selber. Die gründen jetzt Schulen. Die gründen zum Teil, es ist schwierig, dass du einen Träger findest. Manche schaffen es, die wenigsten. Aber die organisieren sich da und machen was Neues. Ja. Das ist schon sehr, sehr beobachtbar. Vielleicht liegt da auch die große Chance drin. Und da liegt sicher viel Chance. Ja, genau. Absolut. Und das unterstützt du mit deinem Wirken, mit deinen Texten, mit deinen Büchern und vielleicht auch jetzt hier ein bisschen mit diesem Gespräch, Gerald. Vielen Dank für das schöne Gespräch. Ja, herzlichen Dank. Danke für die Einladung. Danke. Das war's für heute bei Kaiser TV. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.